das nicht mit dem Fall. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Mafia 3, meine lieben Leute. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch viel Spaß. Nimm Alice mit. Nicht Alice, Alice. Nicht, dass ihr Alice sagt. Weil Alice ist ja ein weiblicher Name. Versteht ihr das? Ja. So, let's go. Party, party, people, baby. Dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wir liefen mit Barker. Oh. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. War mir zurück. Das war die falsche Richtung, Mann. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft nice, Swift so, Man. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Geile Lachleis. Jump over the Brücke, Baby. Ja, nice. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. 90 Gamma. Ich frage mich, wie es war. 105. Wir rasten aus. Ich erst recht nicht. Erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand kommt. Jeder muss mal sterben, oder? Oh. Geht das gut? Geht das gut? Ja, wahrscheinlich. Nice. Aber wenn nicht, will uns jeder schaffen. Scharfe Linkskurve. Entweder folgen oder hat er gerade. Hat er gespuckt? Also, Tausch Schwede, ist das nice. Ja, das gefällt mir, das gefällt euch. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja, gut, schon klar. Ah, okay. Während des Dings schießen. Nein! Alles klar, ich. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich bin mitten auf einmal ausgestiegen. Alles klar. Alles klar, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die Waffe eigentlich nur wegstecken, aber naja. Falsche Taste, Mann. Wo willst du hin? Ja, ich bin nur einfach noch ausgestiegen. Verstehst du das? Ja, ich mitten auf Fahrbahn. Keine Ahnung warum, aber ich habe irgendwie Bock drauf, Mann. Alter. Ist das nicht crazy? Ja. Dude. In 170 Metern erreichen sie, wow, den Sonnenschein, der mich blendet. Und ich sehe nichts, Mann. Nix? Achso, alles klar. Sorry. Sache, die Linker nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben.
Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen aber nur als Angestellte rein. Also, es wird ihn nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Need. Zeit, was zu verändern. Ja, ich habe mir eben kurz mal erwähnt, auch wenn ihr jetzt ein bisschen neidisch werdet, fahre zum Retruth Club. Retruth. Auf jeden Fall habe ich eben eine geile Pizza reingezogen von Big, also die Big Pizza nennt sich Burger Style. Gönnt sie euch, wenn ihr Gönner seid. Ist nice Pizza, man. Nice. Und die ballert. Auch wenn es ein bisschen Geld kostet. Okay. Die Zeit, Lupenfahrt ist jetzt verfügbar. Benutze sie, um Hindernisse auszuweichen und Kurven zu nehmen, die bei normalen Geschwindigkeiten nicht zu schaffen wären. Zeitlupenfahrt starten, wenn die Anzeige voll ist. Alles klar. Dreieck drücken. So. Realistisch hat sie gesagt, hat sie gelesen, hab ich gelesen, alles klar. Anzeigespiel. Fahrmodus. Simulation. Ja. Was verändert das? Ich sehe da nichts. Mich interessiert gerade, kann man die Karre sogar tunen? Also Mafia 2 konnte ich die Karre nochmal tunen! Shit, man! Das war nicht Absicht! Oh, das ist eine lange Strecke, man. Ich habe heute ein bisschen... Nee, gestern. Bisschen Background Bad so viel geguckt. Yo, man, was geht, man? Yo, alles klar, man. Kennt ihr Jesse? Naja, momentan bin ich bei Staffel 2, Folge 12 angelangt. Wer sich Breaking Bad noch nicht reingezogen hat, gönnt euch, Ladies und Gentlemen. Gönnt euch. Wer noch Netflix nicht hat und nicht ausgesteckt hat, der muss sich gönnen. Ist nicht teuer. Gönnt euch. Ich bin halt so ein bisschen in Phasenmodus. Versteht ihr das? Ja, ein bisschen crazy, man. Ich verstehe schon. Ich bin halt ein Lava-Flash, man. Scharfe Geradeauskurve. Dead Logic, alles klar, Mann. Mann, ist das eine lange Strecke. Und Jump. Scharfe Linkskurve. Nice. Der spuckt Feuer, der Drache. Ist nice. Oh, sorry. Tut mir leid, Alter. Mal die Sicht verändern. Das frage ich mich gerade. So nicht.
Reaktor gerade verändert hier. Ich sehe es doch. Hä? Wie mache ich das nochmal? Keine Ahnung. Hey man. Lass dich mal rein. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benenn dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Alles klar, Mann. Hey, lange nicht gesehen! Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch 2 Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. 2-mal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und Sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen, sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das, das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist draußen, hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt nochmal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer, keine Frage. Also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit?
Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sammy ist ein Spitzenmann, aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist, sondern... Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ha, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als Quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt. Ein Ziel auswählen. Ja, Leute, bevor ich hier anfange, kleines, kurzes Gesprächsthema. Vito Scarletta. Wer den nicht kennt, der sollte sich unbedingt Mafia 2 besorgen oder es sich als Let's Play reinziehen. Vito Scarletta. Werdet ihr da spielen? Vito Scarletta ist wirklich ein echter Hammer. Dass die den Mann so schlecht reden müssen, gefällt mir gar nicht. Naja. Ich kann nichts sehen. Wir geben jetzt nicht auf. Sie aber auch nicht. Ich schlage vor, dass wir weitersuchen. Wir schaffen das. Er muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Motherfucker! Verfolge Gegner, die du entdeckt hast mit der Informationsansicht. Sie zeigt auch Ziele, Waffenschränke und Medizinschränke in der Nähe an. Hab ihn! Er versucht zu fliegen! Hab ihn im Visier! Suche Deckung! Okay, mein Digga. Ich würde mal sagen, gute Nacht, Schätzchen. Voll in the face, man. Nice, man. Nice. Kopfschuss, man. Headshot, baby. Ja. Yeah. Ey, mach mal hier. Scheiße. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Moment mal, hier waren wir doch schon mal. Erinnert ihr euch noch? Ihr und Lincoln, alles okay? Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fangen. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen Hallo? Wir das Geld runter. Mach schnell! Was nun? Die haben das Licht ausgemacht. Kümmert ihr euch um die Kohle, ich mach das hier klar. Ich suche mir Deckung! Wir müssen ihn in die Beine nehmen! Nice, move, man! Wir drüben mal Hilfe brauchen! Okay, der Penner hat mich erwischt. Komm raus, Mann! Wuhuhu!
Wir versuchen uns rauszutreiben. Konzentrier dich drauf, was du tust. Deckung wechseln. Erst Richtung Deckung, in der Nähe drücken, dann X. Okay. Verdammter Sohn einer Mulatte. Hier ist er, hier. Sind das nicht die Wachleute, die angeblich aus Baton Rouge kommen? Suche Deckung. Ich hab schon Deckung, Alter. Ich hab noch einen Mann am Boden. Komm raus. Ich schieß dich kaputt, Mann. Nice move. Willst du noch mehr? Der Fanboy hat mich am Sack. Könnt ihr hier drüben mal Hilfe brauchen? Nice, man. Nice. Nice, 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 man. Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bring es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Das ist Dynamit. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt. Weg von dem Loch. Alles klar. Der hat uns... Du das weg, Alice. Ich versuch's ja. Dannys Bein ist eingeklemmt. Helf mir mal. Echt jetzt? Godzilla kommt schon, Mann. Niemand weiß genau, warum Sir Marcano es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte bei einem Erfolg der Aktion. Würde Sal ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Hey, angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's Nikki? Die wollte auch kommen, aber naja, du kennst das. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht?
Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt Junge, dich doch bloß raus, Auto gefickt. Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter. Nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel. Ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad. Alles klar. Danny, alles, ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht. Also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alter hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei, paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich wusste den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn daraus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Alle drin, wir müssen los. Alle da, hau rein! Die Wachen kommen durch. Ja, Leute. Und Scheiße, bevor wir hier los, weitermachen, würde ich sagen, wir sehen uns in der Fortsetzung bei diesem Part. Übrigens, das ist hier Folge 4, wenn ihr das seht. Bis zum nächsten Mal. Wollt ihr dieses Projekt unterstützen, dann drückt einen fetten Daumen nach oben, lasst Support da und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.